wohlverdiente Erholung. Marsch in die Gefangenschaft. Wie das Oberkommando der Wehrmacht in seinem großen Rechenschaftsbericht meldete, beträgt die Zahl der auf Kreta gefangenen Briten neben den Verlusten an Toten und Verwundeten 10.700 Offiziere und Mannschaften. Bei unseren Soldaten in Nordafrika. Vormarsch zu den vorderen Positionen. Eine Panzerabteilung stößt über Sollum hinaus gegen den Halfaya-Pass vor. In hartem Kampf gelang es, diesen strategisch wichtigen Punkt zu nehmen und damit die Stellungen bei Sollum zu erweitern. Ehemalige Grenzfort Capuzzo. Der Befehlshaber des Deutschen Afrikakorps, General Rommel, besichtigt den heiß umkämpften Ort. Sollum. Am Halfaya-Pass. Infanterie geht vor und besetzt die von schnellen Truppen genommenen Stellungen. Überall Spuren der englischen Niederlage. Neue Stellungen werden gebaut. Der Boden ist steinhart und nur mit Meißel und Spitzhacke zu bezwingen. Eine luftige Beobachtungsstelle. Und hier vor Tobruk. Die äußere Bunkerlinie der Festung ist in deutscher Hand. Ein Spähtrupp-Unternehmen wird vorbereitet. Letzte Besprechung. Artillerie legt Sperrfeuer. Sie wird von unseren Batterien zum Schweigen gebracht. Der Spähtrupp bricht auf. Feindlicher Widerstand. Die Männer sind auf einen vorgeschobenen Posten der Briten gestoßen.
Führung wird im Sturm genommen. Einheiten der deutschen Kriegsmarine sind in den Südatlantik vorgestoßen. Sie haben den Auftrag, die englische Handelsschifffahrt vor den Küsten Afrikas und Indiens zu stören. Möwen und Delfine begleiten das Schiff. Maschinenreparatur während der Fahrt. Die Schiffe sind mit allem nur erdenklichen Hilfsgerät ausgestattet. In Sicht. Ein englisches Kühlschiff modernster Bauart. Das Schiff ist bewaffnet. Untersuchungskommando geht an Bord. Der Dampfer hat neben Fischfleisch und Geflügel über 13 Millionen Eier geladen. Übernahme von Eiern. Abwechslung für den Küchenzettel. Die Besatzung des Dampfers wird an Bord genommen. Das Schiff versenkt. Bei tropischen Regenböen geht die Fahrt weiter. Die Sicht wird immer schlechter. Achtung, Schiff Backbord voraus. Frachter Nummer 2 ist fällig. Neue Gefangene kommen an Bord. Der dritte Frachter, voll beladen mit Munition und Waffen, wird auf den Meeresboden geschickt.
der vierte. Auch bei Nacht geht der Kampf weiter. Scheinwerfer suchen den Horizont ab. Ein fünfter englischer Dampfer, auch er wird versenkt. Später haben die Scheinwerfer wieder einen mächtigen Frachter gefasst. Torpedoschuss! Volltreffer!